Ja, so langsam, man kommt ein bisschen mehr voran jetzt gerade. Man findet Dinge. So, hoch mit dir. Wo ist es? Irgendwo da. War auch gar nicht so weit weg. Wieso sehe ich hier so merkwürdig aus? Ich sehe gerade nichts. Wah! Hallo? Wo bin ich? Wieso? Hä? Wieso sitze ich hier so einmal so weit hinten? Was ist da denn los? Man kann übrigens auch Raumfrachter finden, habe ich mir sagen lassen. Oder zuppelt hier sogar noch ein bisschen durch die Gegend. Ich versuche hier mal irgendwo zu landen. Wieso ist das... Ist das richtig so, dass das so aussieht? Lass mich mal raus. Das sah... merkwürdig aus gerade. Jetzt sitze ich richtig drin. Ich glaube, der Sitz ist verrutscht. War nicht so gut. Moin. Mal selber mal gucken, was wir hier jetzt machen. Hier haben wir Trümmer. Hier haben wir das Schiff. Konodawa. Hat 15 Plätze. Unseres hat 19, wenn ich mich nicht irre. Und 3 Technologieplätze. Ja, wir haben 19. Ich habe, glaube ich, vergleichen gehen können, ne? Ja, komm, unser ist besser. Viel, viel besser. Der hat einen Warp-Reaktor Sigma. Haben wir aber auch. Also der hat alles, was wir haben, nur ein bisschen besser angeordnet. Ich würde gern auch Raumschiffe ausbauen können. Ich glaube, das soll auch gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Internet streitet immer noch. So, jetzt wollen wir erstmal hier seinen ganzen Scheiß. Bin mal gespannt, ob wir gleich irgendwas finden. In dieser Notrufkapsel. Wäre schön. Glaube ich zwar nicht dran, aber hey. Oh, schon wieder ein Schildsplitter. Jetzt ist aber mal langsam gut, oder nicht? Ich muss jetzt leider einen verbaseln. Weil ich kann die langsam nicht mehr stacken. Ich weiß, das ist Verschwendung, aber die werden mir ein bisschen zu viel so langsam. Eisen und Kohlenstoff. 50 und 15. Und Iridium. So, das müsste lang. Und Kohlenstoff. Ist hier irgendwo eine Pflanze? Hallo, ich würde hier gerne elf Pflanzen. Hier ist die Pflanze Grande. Oh, da ist auch Plutonium. Kann ich den Baum überhaupt abernten? Ja. Brauche nicht viel. Eigentlich brauche ich ja nicht den ganzen Baum. 12, 14, 16. Danke. Zumindest mal die Kapsel hier aufmachen. Gibt zwar auch nur wieder Nanithaufen, aber naja. Was willst du machen? Ne? Wieder 15. Zack, drüber. Ein Kohlenstoff habe ich jetzt über. Das ist ja toll. So, und jetzt er hier. Gucken, was es tut. Das Cockpit wurde auf jeder freien Fläche mit den Trophäen toter Kreaturen verziert. Am Steuer sitzt ein Jäger mit Gesichtsmalen. Sein Körper und sein Gesicht sind aufgeschlitzt. Der feuchte Geruch von Blut strömt mir in die Nase, als ich gegen den Brechreiz ankämpfe. Die Blackbox zeigt, dass der Pilot während des Fluges von etwas angegriffen wurde, wobei unklar ist, wovon. Ich könnte das Warnsignal aus dem Cockpit verstärken, wäre dann aber bei einem Angriff verwundbar. Hier. Ich will nicht. Ich entdecke einen Schiffstechnologiebauplan. Die Kreatur, die dieses Blutbad angerichtet hat, ist glücklicherweise lange fort. Ja, ich will nicht kämpfen. Juhu! Fortgeschrittene Kühlung. Die Abklebenzeit der Photonenkanone werden erheblich reduziert. Dafür brauchen wir Chrysonit und Eisen. Gibt's hier alles nicht. Wir waren mal auf irgendeinem Planeten, wo es Chrysonit gab. Jetzt aber nicht mehr. Ich würde gerne einsteigen. Chrysonit und Eisen. Na gut, Eisen finden wir überall. Chrysonit ist so eine Sache, ne? Was haben wir hier? Schon wieder so ein Ding.
Alles gut, hier können wir einmal abspeichern. Und dann kann ich gleich einmal flugs neu laden. Ja, ein Schildsplitter. Wuhu. Wollte ich schon immer mal haben. Ein Gag-Amulett. Und ein Energiekanister. Haben wir drüben. Gut, jetzt muss ich doch drüben reinstecken. Zinkeisen und Plutonium. Ein Kohlenstoff. Hier, Plutonium. Den Kohlenstoff tun wir mal hier mit rein. Und das andere war ja Schiffstechnologie. So, pass auf, dann einmal speichern. 17.34 Uhr. So spät schon. So, und dann laden wir einmal den schnell neu, damit uns alles richtig angezeigt wird. Und ich trinke in der Zeit natürlich wieder einen Schluck. War auch der letzte Schluck. Das heißt, ich mache hier auch bald Sense. Tente. Ich mache hier Tente. So, und jetzt wird das auch alles wieder einigermaßen vernünftig richtig angezeigt. Hier ist nichts gerespawnt, ne? Nö. Gut. So, und dann hier brauchen wir wieder Eisen und Kohlenstoff, ne? Das Übliche. Ja, ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohlenstoff. Hier. Das ist wieder so ein fettes Ding, das dauert mir jetzt gerade ein bisschen zu lange. Wobei, ist auch egal, machen wir weg. Ein bisschen Eisen und ein bisschen Kohlenstoff, wieder Iridium und Kupfer und So. Lass mich. Schon wieder Modit. Haben wir auch noch Platz im Inventar? Gerade so, wa? Ich weiß nicht, aber schon wieder Zeugs aufgesammelt hier. Haben wir tatsächlich genug Platz. Kupfer, Eisen. Nee, Eisen war hier nicht. Hier, wo war dein Eisen? Irgendwo kann ich noch Eisen reinblasen. Ach, hier, im Impulsantrieb. Der voll ist. Habe ich den Niethaufen jetzt rübergeschossen? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich Modit da drüben? Nee, ne? Nö, Rotamium. Und Peridium. Okay, dann fliegen wir mal weiter, liebe Freunde. Zack. Und zwar, ich glaube, wir sind einfach durch hier, ne? Wir brauchen jetzt Chrysonit. Ich habe ehrlich gesagt gerade, absolut keine Ahnung, wo gab es denn Chrysonit? Was hier? Nee. Bei Entdeckung war das, glaube ich, ne? Iridium, Heimatplaneten. Ich habe keine Ahnung. Auf irgendeinem von diesen komischen Planeten gab es dort Chrysonit. Oder im anderen System. Ich habe tatsächlich gar keinen Plan. Und wir verkrümmeln uns mal nach draußen und hoffen, dass wir nicht gleich angegriffen werden. So. Ich weiß, wir sollen uns erstmal wegwarpen. Machen wir auch noch. Später. Was ist das denn da für ein Planet eigentlich? Den habe ich schon entdeckt. Gut, dann eben mal schnell dahin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der jetzt gerade ansteuert. Ich versuche mal auf die... Okay, Ruine, das Hut.
hau da mal drauf. Dann nehmen wir die noch eben mit. Ich glaube, hier gab es keinen Chrysonit, oder? Bin mir fast sicher, dass hier das nicht gab. Plutonium sehe ich hier wohl. Oder Kaktus, oder was das ist. Ich weiß gar nicht, sieht aus wie Plutonium von hier oben. Warp in ein andere. Wow, was haben wir denn hier? Voll die Base, Alter. Ich habe aber nicht. Was? Wo kommt das her? Und raus. Wegpunkt entdeckt. Nice. Na, nehme ich doch mal mit. Interessant. Speichern. Voll die Mondbasis, Alter. Dann können wir das ja mitnehmen, ne? Dann können wir nämlich gleich verkaufen, den Scheiß. Und ein bisschen Platz schaffe. Nein, wie gehen Dodge? Ja, natürlich ein Schildsplitter, warum auch nicht? Ich hab fast geahnt. Gibt es hier Zuppel, was ich auch nicht kenne? Nö. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Was war das denn hier? Platin, glaube ich, ne? Brauchen wir Platin? Ich glaube nicht. Aber mal gucken, was hier abgeht. Kriegen wir, wäre schön. Moin. Können wir Dinge tun? Naniten abbauen. Die werden wir gleich mal rüber. Halt, da wollte ich hin. Werden wir gleich mal darüber wursten. Den Schildsplitter auch. Und den Dolch. Wie viel Platz haben wir jetzt noch? Ein bisschen. Und dann benutzen wir das Ding hier mal. So, was haben wir denn hier? 9205 2059 0592 0592. Ja. Zack. Ja. Zeig her. Hallo? Standort? Da nicht? Da nicht? Hallo? Was hat er mir. Hallo? Toll. Jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwas angezeigt, was ich schon kenne, oder was? Was bist du denn? Tu mir nichts. Ach ja, hier waren ja auch etwas aggressivere Tiere dabei. Na okay, dann gehe ich jetzt da rein. Hier wurde auch schon alles leer gemacht. Ist auch keiner. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Oh, das da drüben nehme ich auch mit. Danke. So, was geht hier ab? Ach, schon wieder. Ach Gott, immer dieses Rechnen. Mal gucken. 23 bis 45 sind 22, ne? So, 22. 45 bis 89 sind 44. Was? Fünfundvierzig sind 90. Also 44, das sind 22, 44. Da müssten das ja 88 sein, geht aber gar nicht, weil 88 plus 88 sind 45 plus 44, ne? 23 plus 22 sind 45. 45 plus 44 sind 89.
89 plus 88 sind 160, 169. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, 89 plus 88 sind 160, 168. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind 177. Also 177 plus 176 sind 277, 347. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, was? 107, ich muss nochmal, 177 plus 176. Richtig, sind 13. 177 plus, es ist nicht so einfach im Kopf zu rechnen, sind 200, 270, 340, 347, 353, so. Scheiß Mathe. Oh, Notrufkoordinaten. Abgestürzt. Oh, abgestürzter Frachter. Oh. Ja, scheiß die Wand an. Da müssen wir leider auch noch eben hin. Wo ist denn... Ich muss Dinge verkaufen und Platz machen. Dann holen wir uns einmal... Ist das hier schon ausgewühlt? Ja. Abgestürzter Frachter. Ja, scheiß die Wand an. Da müssen wir ihm Platz machen im Inventar. Hier alles verkaufen, dann holen wir uns die eine Ruine, die hier noch eingezeichnet ist. Und dann holen wir uns den Frachter. Energiekanister, hab ich doch schon. Hier, zack. Moin. Servus, Kollege. Ach Gott, geh weg mit der Pistole, ey. Warte, bevor ich jetzt hier was verkaufe, erstmal den hier. Pornonitis. Wie viel haben wir denn jetzt? 374. Ja, gut, wird langsam. Das wird langsam. Kollege, hast du Chrysonit dabei? Können wir Chrysonit hier kaufen? Ich würde gerne das Ding bauen. Was will er denn? Als ich mich dem Krieger nähere, höre ich, wie ein Gegenstand auf den Boden fällt. Er ignoriert völlig bewusst das leise Piepen, das neben seinen Füßen begonnen hat. Obwohl ich nicht weiß, was los ist, habe ich das Gefühl, dass ich das auch tun sollte. Könnte eine Granate werden. Ich geh mal ruhig weg. Ich nicke dem Krieger zu und weiche vorsichtig zurück, um keine auffälligen und plötzlichen Bewegungen zu machen. Alles scheint in Ordnung. Ja. Und jetzt? Was war das? Eine Granate oder was? Dass seine Ahnen möglicherweise beleidigt sein werden, wenn ich zu weit gehe. Hier. Einmal ein Geschenk. Ich muss gleich mal gucken, wie weit wir da jetzt sind. Tauschhandel. Hier, machen wir auch mal. Ein bisschen Nanit. Oh, 70 Stück gleich. Nicht schlecht. Und nach dem Weg fragen. Eine Fabrik. Die ist grün. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ach, da oben. Auch nicht dieser Planet. Emissär. Ja, mach hinne. Wenn schnell geht, macht nix. Ich will mal gucken, ob ich hier Chrysonit kaufen kann. Gegenstände. So. Chrysonit. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann immer genau das nicht kaufen, was ich gerade brauche. Wahrscheinlich aus Prinzip des Spiels. Okay, Modit. Komm mal weg. Kupfer mal auch mal weg. Das Metall kann weg. Ist noch so irgendwas auf Tasche hier? Nee, aber im Raumschiff habe ich bestimmt noch was. Hier, Gag-Amulett weg. Gag-Nip auch weg. Machen wir erstmal alles weg. Eine Schildplatte hätten wir noch. Ich habe keine Ahnung, wird in Gefahrenschutz und Schildsystem verwendet. Im Moment liegt die da nur so rum, deswegen mache ich sie auch mal weg. Schildsplitter, dumm. Ich glaube, das war's. Ich guck mal.